Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4 in der Full House Challenge. So, jetzt sehen wir die Alte auch. Die so richtig fleißig am Essen ist und am Lachen. Das ist ganz normal heutzutage. Boah, das schmeckt ja richtig gut, was ich hier gemacht habe. Mensch. So, dann. Wir waren ja hier in dem Bereich bei ihr, haben das hier neu gemacht, weil wir ihr ja mal den Raum geklaut hatten, der Lilly. Und wir das jetzt alles abgerissen haben, habe ich das bei ihr auch einfach mal umgestellt und so. Ja. Aber nun bleiben wir weiter im Rhythmus, dass auch alles passt. Ja, stimmt. Nebenbei kannst du ruhig ein bisschen quatschen, das ist kein Problem. Claire ist so dick geworden, ey. Ein Tag verschönern. Kompliment machen. Nach Tag fragen. Schwedische Massage. Nein, bitte nicht. Fitnesstechniken. Sprich mit der, die zugelegt hat, über Fitness. Ach, die Sportfreundegruppe haben wir sogar schon. Das ist gut. Wir wollten, dass die dienstags und freitags, glaube ich, Sport treiben, ne? Vielleicht sollten wir es auf 3 Tage in der Woche erhöhen, weil bei Sims ist das, glaube ich, ein bisschen besser, wenn die mehr als 2 Tage in der Woche Sport machen. Oh, ich muss mal gerade herzhaft gähnen hier. So, immerhin räumt sie auf. Kannst du nämlich gleich die Versammlung enden, so. Sie ist sogar Gründer, das ist ganz angenehm. Wirst dann aber mal schlafen. Joa. Pflanzen sind alle gegossen. Okay, bis auf die hinteren. Aber sie ist noch dabei. Das ist gut. Dann macht sie das da jetzt auch weiter und fertig. So, sie geht dann pennen. Und dann können wir eben nur noch abwarten. Na, diese coolen Sachen, die wir so haben. Das ist so ein Spiegeltablett, das ist ja cool. Interessant. Finde die neue Aufteilung ist mal okay. Also es ist noch nicht das Ultimum, weil wir noch nicht großartig viele Sachen hier einbauen konnten. Oder wollten, besser gesagt. Aber es geht. So, jetzt haben wir auch wieder angepasst. Seht ihr so schönen großen Raum? Dann kommen die hier. Wobei sie einen begehbaren Kleiderschrank hat, ne? Komm hier aus dem Spiel raus, ey, ist das irritierend. So. Haben wir ihn hier? Ich habe gerade Bock drauf, hier einfach mal durchzugehen. Deswegen mache ich das. Ach, da kommt er auch schon. Und geht zocken. So muss das. Hier geht's raus. Machen wir es auch mal mit Decke hier, ne? Ich finde diesen Waschbereich auch ziemlich cool. Jetzt sogar ein bisschen Natur noch im Zimmer. Sehr naturverbunden, die Gute. Zwangsweise, Huste. Ist ihr ernst? Ach, hier liegt Müll, weil sie wahrscheinlich den Computer repariert hat, weil der kaputt war. Was anderes kann ich mir bei ihr nicht vorstellen. Haben wir auch den coolen Waschbereich. Claudius Zimmer. Die gute alte Hanfplantage. Die Sarah so schön bemerkt hat. Muss ich mal drehen hier so.
Irgendwie verschwindet nämlich die Maus aus dem Bildschirm. Das ist ein bisschen blöd. Warte, ich mach's nochmal. Ah, jetzt nicht mehr. Okay, huch. So, jetzt sind wir wieder in seinem Zimmer. Victors Zimmer. Der Geschäftsmann hat einen in der kleinen Zimmer gekriegt. Aber gut, es muss halt auch Leute treffen, die hier die kleineren Räume kriegen. Ach ja, bei ihm sind ja die Möbel irgendwie abhanden gekommen. Ich erinnere mich. Dann haben wir noch Claire. Das ist auch so ein richtiges Nerdzimmer. Aber irgendwie passt es zu ihr einfach. So Imperator des Bösen, ich meine diese ganze Farbe und so. Dann müssen wir nochmal runter. So. Schönen Eingangsbereich. Irgendwelche Typen, die hier rumhängen, wo wir gesagt haben, das sind die Leute in jungen Jahren. Das Bad. Wenn ich mal so überdenke, wie es mal ausgesehen hat. Na, wurde auch untergeputzt hier. Stimmt, wir haben sogar zwei Klorollen aufgehangen. Ich erinnere mich. Der Wohnbereich, der nochmal ein bisschen verschönert werden kann. Er geht wie so eine Schwuchtel. Ach ja, der Keller. Die Küche. So ein kleiner scheinbarer Eingang eigentlich. Wir kommen hier nicht runter, ne? Das nervt mich, ja. Huch. So. Wie sieht denn das hier aus, wenn man hier durchgeht? Das ist der große Hobbybereich, der noch nicht ausgefüllt ist. Okay, wir gehen erstmal in den Fitnessbereich. Ich wollte ja hier noch so Schließfächer einsetzen. Oder einfach so Stellfläche, wo die quasi ihre Klamotten lassen können, dass sie sich hier umziehen könnten. Der Yoga-Bereich hier hinten mit der Sauna. Dann der coole Fitnessbereich. Da guckt auch noch die Disco ein bisschen durch. Ich hätte auch gern so einen Fitnessbereich im Keller. Ich würde den auch nutzen, weil ich bin zu faul, in ein Fitnessstudio zu fahren. Beziehungsweise im Moment hätte ich das Geld da nicht für. Wobei ich schon nicht abgeneigt wäre, das mal zu tun. Ach ja, wir haben ja so schicke Spiegel hier hingehangen. Und das Planschbecken im Keller. Kommen wir jetzt hier runter? Ja, kommen wir. Das Ding macht Musik. Yeah. Alles klar. Ich war schon echt kreativ, ne? Da muss ich mich ja echt mal selber loben. Schon cool. Wir müssen ja noch so einen fetten Fernseher irgendwann mal hinbauen. So. Wir sind schon lange bei ihr. Und sie steht auf und geht Kuchen essen. Essen ist okay, aber bitte kein Kuchen zum Frühstück. Also ich kann verstehen, dass man einen Kuchen zum Frühstück essen möchte, aber nein. Nimm einen Salat. Ein Salat ist immer okay. So, Gedichte lieblicher als Bäume. Victor ist zur Arbeit. Dann lassen wir mal die Leute hier fleißig arbeiten, die es auch tun sollen. Ja. Ja, und nebenbei. Schaust du den Kochkanal? Das schadet ja nicht. Wie weit sieht es denn bei dir aus? Ach, kochen hast du eh voll. Na gut, dann ist es eigentlich auch egal. Aber wir lassen das jetzt so.
zu. Level 7. Wir brauchen noch Schreiben und Logik. In 3 Stunden muss ich zur Arbeit. Das heißt, wir werden mal Urlaub nehmen. Okay, so nicht, aber von der... Da. Genau. Bücher schreiben. Das kriegen wir auch hin, denke ich mal. Erstmal darf sie in Ruhe aufessen und sowas. Dann ruft sie bei der Arbeit an, so 1 Stunde, bevor sie losgeht. Ach, Chef, ich nehme Urlaub heute. Chef sagt, ja, ist kein Problem. Kannst du dir einfach so aussuchen, wie in jedem normalen Betrieb auch. Da muss man nichts absprechen oder so. Nein. Weil dann immer auf zu Fernsehen. Und du darfst das mal kurz wegwerfen. Und dann kannst du auch schon keine Spiele spielen, sondern schreiben. Einige der Kapitalanlagen von Victor sind ziemlich in den Keller gegangen und sie haben beachtlich an Wert verloren. Soll er jetzt verkaufen, wo sie immerhin noch etwas wert sind, oder warten, ob der Markt sich wieder erholt? Ja, jetzt haben wir die Möglichkeit. Verkaufen, das war eine gute Entscheidung, oder verkaufen, das war eine schlechte Entscheidung. Victor startet den Verkauf und kurz danach steigt der Wert wieder an. Er hätte wohl besser doch noch warten sollen. Okay. Wenigstens steht da nicht, die Werte sind explodiert und Victor hat über Millionen Simoleons verloren. Das wäre nämlich echt mies gewesen, glaube ich. So, weiterschreiben. Der mechanische Jahrmarkt. Okay, halt, stopp. Du kannst mal die Toilette verwenden und nachdenklich duschen, damit du hier kreativ wirst, Alte. Und dann darfst du weiterschreiben. Den Jahrmarkt. Was sollte sie noch? Logik. Na, verdammt. Genrebuch schreiben. Fantasy. Ich muss da ja mal zuhören. Spiel ruhig weiter. Ich will mal hören, was du so kannst. Oder nicht kannst. Was mache ich hier eigentlich? Ich sitze einfach jetzt ein bisschen rum und warte mal ab. So wie das jeder normale Mensch macht. Vielleicht fällt mir dann ein, was ich eigentlich tun möchte den ganzen Tag. Und abends mit Beleuchtung. Oh, meine Hanfplantage. Ja, toll. Die steht ja neben mir. Die haben so schöne Aromen. Jetzt muss ich nur noch kreativ werden. Hanf, jetzt helf mir doch mal. Der Typ ist echt super. Man sitzt jetzt echt planlos vor, ja. Nein, er hat sich entschieden, was anderes zu machen. Also sie ist fertig mit Duschen, das ist schön. Da kommt er lang, Schulz hier. Er redet jetzt bestimmt mit Blumen. Da ist sie, wie sie enthusiastisch auf die Tastatur einhämmert. Und dabei schauen wir jetzt einfach ein bisschen zu. Und sie hat normal geschrieben. Ich finde auch geil, dass sie diese Schreibanimation ist und die einfach nichts macht. Sie wackelt nur rhythmisch ein wenig mit dem Kopf. Wow, ich habe meine ganze telepathische Kraft benutzt, um ganze Sätze zu schreiben. Ganze Seiten, wow. So, was treibt denn der Rest des Hauses? Er bringt Müll raus und sie mixt etwas. Sie hätte Bock auf einen Cocktail. Und dann, wenn man schon mal eine Bar hat in seinem Haus, macht man das auch mal. Aber wie schön, dass die Blumen alle gegossen sind. Das macht unser Tim. Beim Tim könnten wir den Müll mal leeren. Aber eigentlich ist Tim auch useless. Weil wir ja sonst keinen Müll hier hätten. Wobei, ich frage mich, wenn wir jetzt hier so einen Müllberg haben, ob der Tim das aufsaugt.
Haben wir denn hier irgendwo einen Müllberg? Nee, wir haben nur Wäscheberg. Der Herr der Katzen. Fantasy-Buch. Ja. Auf jeden Fall. Der Herr der Katzen. Hm. Gut, wir probieren das mit Tim irgendwann mal aus, wenn ich dran denke. Dass wir Müll dahin packen. Und dann kann Timme das aufsaugen, vielleicht. Wobei ich mich dann frage, warum wir so einen riesen Müllberg haben und dieser kleine Staubsauger das dann irgendwie bei sich unterbringen muss, wenn der Müllberg schon größer ist als der Saugroboter selbst. So, Victor hat natürlich auch Geld verdient. Die schreibt da noch fleißig. Oh, wir müssen mit ihr noch ganz viele Bücher veröffentlichen. 5 ausgezeichnete Bücher schreiben, das wird ja ein Spaß. Immerhin hat sie die Tagesaufgabe Bücher schreiben abgeschlossen. Bisher ist es ja auch eine Tagesaufgabe so gesehen, weil wir sie ja nach ihrem ganzen Duschen und so jetzt nur noch einen PC gesetzt haben. Ne, Lenny? Ich liebe es, mich umzudrehen, zu quatschen und dann einfach Lenny anzugucken und gesagt, stimmt's, Lenny? Und er hat einfach null Reaktion, dieses Tier. Null. Was macht sie jetzt? Chatten. Nein, du chattest nicht. Chatten ist überbewertet. So echt. Oh, er macht sauber. So, wir können neue Bücher veröffentlichen. Der Herr der Katzen. Der mechanische Jahrmarkt. Weg damit. Brauchen wir nicht. Dann kannst du ein bisschen verbessern, genau. Nee, wir möchten Knoblauchnudeln. Das ist geil. Ein paar Knoblauchnudeln. Der Victor steht mit seiner Badehose im Wohnzimmer. Wahrscheinlich kommt er gerade aus dem Pool, nimmt sich ein Buch und setzt sich auf das Sofa, was ja überhaupt nicht nass wird dadurch. Nein. Junge, rede doch mit denen. Von Vampiren schwärmen. Von Obstkuchen schwärmen. Tag verschönern. Geschichte erzählen. Laber die Leute voll im Raum. Dann ist deine Sozialfähigkeit auch gesteigert. Der Tim ist unter... Oh, der Tim ist weitergekommen. Der fährt jetzt auch hier lang. Geil. Ich mag ihn. Das ist wie mit den Kaninchen. Den könnte ich auch lange zugucken. Auch wenn das hier nicht gerade sehr schlau ist. Das ist wieder die Geschichte mit der Brücke. Wir springen diesmal. Leistungsverschlechterung. Das heißt, sie ist aufgeklatscht. Ich frage mich, wie das andersrum aussieht. Wie in GTA hat sie es geschafft, rüber zu springen und der Polizei zu entkommen. Leistungsverbesserung. Das wäre schon geil. So. Oh, sorry, dass ich hier so rumgähne. Aber es sind im Moment wieder so ein bisschen Nebenwirkungen von den Tabletten, dass ich ein bisschen mehr gähnen muss als sonst. Oh, der Victor macht Hausarbeit. Jetzt komm nicht auf die Idee, das hier einfach irgendwo hinzulegen und dann wegzugehen. Gut so, mein Freund. Sonst hätten wir echt Stress bekommen. So, dann nochmal auf die Toilette und nachdenklich duschen. Und dann darfst du einfach weiterschreiben. Ein Fantasy-Buch. Schreib noch ein Fantasy-Buch. Und danach schreibst du eine Poesie. Da bist du bestimmt so talentiert zu, dass du hier eine Poesie schreibst. Glaube an dich. Und nächste Woche habe ich vor, hier so ein bisschen den Haushalt mal zu entmisten. Da bin ich gespannt.
gerade mal die Schränke ein bisschen wieder aufräumen, weil man ja doch immer so ein paar Sachen da reinstellt, die man gerade nicht braucht. Aber vielleicht braucht man sie halt einfach gar nicht mehr, ne? So. Aber wir sind am Ende angekommen. Wir schicken sie jetzt noch schnell fleißig arbeiten, das habe ich vergessen. Und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.